Hallo Rollenspiel- und Zwergenfreunde, es ist mal wieder Let's Showzeit und ich zeige euch heute How to Survive. Eine Mischung aus Hack and Slay und Survival Game. Was erwartest du in diesem Spiel? Zombies, Blut und dieser Typ hier, der Kovac, unser Überlebensguide, der ziemlich lustige Handbücher gemacht hat. Aber das werden wir im Spiel ja sehen. Also erstmal geht's ins Hauptmenü. Lokales Spiel. Es gibt den Story- und den Herausforderungsmodus. Der Story-Modus ist sozusagen das Überleben zu lernen und der Herausforderungsmodus ist das Überleben umzusetzen, das Gelernte. Wir entscheiden uns jetzt aber mal für den Story-Modus. Ein Spieler. Und haben drei Charaktere zur Auswahl. Wie man sehen kann, ich habe schon mal gespielt. Ich wollte das Ganze eigentlich als Let's Test machen, aber da meine Let's Testaufnahme nichts geworden ist, leider, habe ich mir hier jetzt beschlossen, daraus ein Let's Show zu machen. Weil ich ja schon das Spiel einigermaßen kenne und es jetzt wirklich kein Let's Test mehr ist. Also, es gibt drei verschiedene Charaktere. Das ist einmal Kenji, der Fernkampfwaffenspezialist, Abby, die Allrounderin und Jack, der Nahkampf. Schläger. Für das Let's Show entscheide ich mich für Abby. Einfach weil ich mit Kenji schon viel zu viel gespielt habe, wie man sehen kann, 64% schon. Mit Abby habe ich damals die Let's-Test-Aufnahme gemacht, deswegen mache ich mit ihr jetzt auch das Let's Show. Also, übernehmen und neue Story. Ja. Und wir haben die Schwierigkeitsgradauswahl. Einmal normal, also Standard und den Iron Man Modus, der ziemlich treffend beschrieben ist. Blut und Tränen werden fließen, aber dieser Modus macht dich zu einem wahren Überlebenden. Wir nehmen normal. Und kommen in den krassen Ladebildschirm, der auch wieder zeigt, dass es blutig ist. Und da ist der Kovac nochmal. Scamper VL2841. Our position, 2 nautical miles southwest of Los Riscos Island. We require immediate assistance. Our controls are out. Visibility, 4. Mayday, mayday, mayday. This is the Coast Guard Station, Brands Point, Scamper VL2841. Coast Guard Station, Brands Point, Channel 16. Your trajectory is fine. Keep your course. Over. Coast Guard, please confirm. Reef right ahead. Und da ist wohl das Schiff, auf dem wir waren, gegen ein Riff geknallt und gesunken. Ort unbekannt, ungefähre Zeit 13 Uhr, ein Überlebender und Gesundheitsstatus normal. Und da sind wir auch schon. Wir haben ein bisschen was von Lara Croft, wenn man es so auf den ersten Blick sieht. Jupp. Mit WASD können wir uns bewegen. Und man sieht schon, der gesamte Strand hier ist ziemlich am Arsch. Abgesehen von der Möwe, die gerade weggeflogen ist. Hier ist noch ein Überlebender. Hey, you, please. I need some help. I was attacked. I'm exhausted. There are monsters everywhere on this goddamn island. Some followed me and surrounded me on this beach. I managed to kill some of them, but look, bastards bit me. Listen. I know there are medicinal plants around here. You gotta bring me one. It should ease the pain. Please, be quick. I'm bleeding. Ja, für den sollen wir ein paar Heilpflanzen besorgen. Die sind hier auch gleich. Und die können wir ihm dann auch gleich bringen. Thanks, pal. These plants taste like shit, but they're pretty good painkillers. You may need them yourself. Here's hoping you don't. Mission abgeschlossen. So, das war unsere erste Aufgabe. Die war ja mehr oder weniger leicht. Und jetzt schleppt er sich zu diesem Felsen da. Und setzt sich dahin. Und hat schon wieder eine Aufgabe für uns. Hey, my name's Andrew. I'm not sure how I ended up here. It's a little hazy. But this place, it's a nightmare. Living nightmare. I'm one of a small group of survivors. It's been about a week since we tried and failed to escape these islands. Seems impossible to get off.
Many of us have died, devoured by these damn monsters. Right now, my friend Ramon is all I've got left. The rest are either dead or walking dead. Ramon is injured and can hardly move. I left him close to our boat while I went to find fuel. Please find him. Tell him that I'm injured and stuck here. You'll find him on the beach, on the east side of the island. Listen, be careful. Really careful. The island is swarming with these fucking monsters. Here, take this stick. You'll need it to survive. Also ja, jetzt sollen wir seinen Freund Ramon suchen und er hat uns einen Stock gegeben, mit dem wir uns verteidigen können. Nicht gerade die beste Waffe, aber besser als gar nichts für den Anfang. Und mit Tab können wir die Karte aufrufen, das ist schon mal sehr wichtig. Sehr nützlich jedenfalls. Hier könnten wir theoretisch ein Lagerfeuer machen. Aber wir haben noch nicht die nötige Fähigkeit dazu. Deswegen sammeln wir jetzt erstmal das Medikit hier auf. Und gucken uns weiter um. Einmal im Kreis um das Lagerfeuer. Hier dürften noch irgendwo hoffentlich Heilpflanzen sein. Die kommen, können wir nämlich auch gut gebrauchen. Das Medikit ist nämlich eigentlich so gesehen die letzte Notfallhilfe. Also Medikits findet man seltener als Heilpflanzen, weil Heilpflanzen einfach mit der Zeit nachwachsen. Mit der Leertaste können wir kurzzeitig sprinten. Da sieht man oben unter unserer Lebensanzeige die Ausdaueranzeige. Die geht schon rapide runter, wenn wir sprinten. Aber gut, hier da ist noch eine Medizinpflanze, eine Heilpflanze. Und durch das hier kommen wir leider nicht durch. Das sind abgesperrte Gebiete. Na gut. Gucken wir uns weiter um. Und hier ist schon das erste Kovac-Handbuch. Lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Kovacs Rules. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor! Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. Also ja, wir sollen eine Waffe benutzen, wie wir versuchen, einen Zombie zu schlagen. Reißt er uns den Arm ab und frisst ihn. Ja. Das war so ungefähr der erste Eindruck vom Kovac. Hier ist noch ein Holzstock, den sollten wir mitnehmen. Denn der Kovac gibt uns einige nützliche Überlebenstipps. Und da sind schon die ersten Zombies. Die hauen wir gleich mal weg. Beim Fressen gestört. So. Mit F können wir sie schnell töten. Was teilweise ein bisschen brutal ist. Und hier kommen wir noch nicht durch. Hier brauchen wir eine scharfe Waffe. Oder einen brennenden Stock. Je nachdem, was wir zuerst finden. Und hier haben wir die erste Anleitung. Und zwar den medizinischen Breiumschlag. Also, wenn wir ein Stück Stoff haben und eine Heilpflanze, können wir daraus einen Umschlag machen. So. Und da haben wir schon das nächste Kovac-Handbuch. Kovacs Rules. Chapter 1. Close Combat. Here are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat. Use the right stick to aim. You still can move while aiming.
Hold your strike to increase its damages. Press the A button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill. Also ja, unser Instant Kill sieht nicht so heftig aus, aber er tut dasselbe ungefähr. Hier an dem Wasserloch können wir trinken. Das ist ein Brunnen mit frischem Wasser. So, geh weg. Stirb einfach. So, der nächste ist tot. Und ja, das war schon ein bisschen ein Lara Croft gerade. Das noch mehr. Also die hat wirklich was von Lara Croft. So, eine leere Flasche. Die sammeln wir mal auf. Die können wir nämlich mit allem möglichen füllen. Hauptsächlich mit Wasser oder Benzin. Und eine außergewöhnliche Pflanze, die wir kochen können. Und wir können uns hier noch weiter umsehen. Aber hier scheint erstmal nichts zu sein. Da oben kommen wir nicht durch, da ist Gestrüpp. So. Zwei auf einmal. Und die haben wir niedergeknüppelt. Man sollte sich auch immer bei den Zombies gut umsehen. Gucken, ob ihre Leichen nicht mal Stofffetzen liegen lassen. So, wieder ein Toter. Wir können auch einfach mal so drauf knüppeln. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, der Superholzstock macht nicht wirklich viel Schaden, aber wir haben eine Rolle Faden gefunden. Die wird später noch nützlich sein, wenn wir uns nämlich was basteln. So, aber jetzt erstmal die da loswerden. Stirb einfach. Und ja, man hat schon gesehen, der Zombie hier hat ein Stück Stoff bei sich. Jetzt können wir mal ins Inventar gehen. Und hier den Stoff mit der Heilpflanze benutzen. Eine Heilpflanze bringt nur 25% Gesundheit, der Breiumschlag bringt 50%, also ist schon mal einiges effektiver als die einfache Heilpflanze. So können wir unsere Heilpflanzen halt besser effektiver einsetzen. Und wir haben noch mehr Zombies. So. Ah, da sind gleich noch mehr. Und ja, aber wie ich gesagt habe, das Spiel ist blutig. Und sie ist ziemlich athletisch. Und wir haben Feuerstein gefunden. Hier ist noch eine Heilpflanze. Die können wir dann auch gleich. Nein, können wir nicht. Wir haben nämlich keinen Stoff mehr. Schade. Aber gut, wir können mal gucken, was der Kovac uns hier zu sagen hat. Kovacs Rules. Chapter 2. Healing. Fracture? Cut? Disembowelment? To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear. Help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finally, I have left some presents for you. The medkits are powerful gifts. They will fully heal you in a flash. So, never give up and fight! Also, eine Ausweitung ist eine kleinere Blessur. Und wenn es nach dem Kovac geht, sollen wir in totaler Verbandsmontur und mit Krücke gegen Zombies kämpfen. Ob das so einfach klappt, ist die
andere Frage. So, du gehst auch noch kaputt. So. Die haben uns leider nichts hinterlassen. Vögelchen. Hier ist auch wieder eine Lagerfeuerstelle. Die sind auf der ganzen Insel verteilt. Die brauchen wir zum Kochen und zum Licht bekommen. So, jetzt haben wir schon mal ein paar leere Flaschen und da liegt ein Zombie auf dem Boden. So. Der bleibt auch gleich liegen. Oh, und wieder ein Stoffstück. Können wir uns gleich noch einen Reihumschlag draus machen.